Was haben wir noch für ein Buch? Wasserzähmung. Einen bewegenderen Titel habe ich noch nie gehört. Er erschüttert mich im Innersten, erfüllt mein Herz mit Tränen. Welch ein Drama, solch ein Kummer. Ich ertrinke in Tränen, bevor ich damit durch bin. Ich kann es einfach nicht weglegen. Was? Warum du jetzt? Was denn? Mit dir habe ich nicht gesprochen, misch dich nicht immer ein. Ich nehme das Buch jetzt wieder mit. Mit etwas Glück bringe ich dir mehr. Ich habe noch nicht zu Ende gelesen. Ein Zauberemblem. Junge, Junge, dieses Buch macht seinem Titel Strahlendes Licht wirklich alle Ehre. Mit jeder Seite strahlt es heller. Oh, wie toll muss es sich anfühlen, wie toll es sich anfühlen muss, von jemandem gelesen zu werden. Ah, da musst du dich beruhigen, sonst sehe ich nicht, was in dir steckt. Spricht sie wirklich gerade mit dem Buch? Vielleicht hat sie so eine Art Halluzination, die man nur als Bücherliebhaberin erlebt. Meint sie, ist lesesüchtig? Das erklärt einiges. Trau niemals einem Bücherwurm. Ich bin nicht mit dieser Frau in einen Topf. Bücher haben die wunderbare Fähigkeit, Leute in komplett neue Welten zu transportieren. Was ihr seht, wenn ihr sie lest, ist nichts, wovon ihr euch fürchten müsst. Vertraut mir, meine Lieben. Die ist schon echt durch, die Dame. Okay. Dann einmal raus in die Stadt wieder. Ich komme direkt schon mal ins Gasthaus, geht, um mich einmal dort zu heilen. Bücher sind wie LSD. Anscheinend. Kommt doch das Buch an, was man liest. Looks like we made it here in one piece. Was ist denn die Frage? Wenn ich jetzt mal ein Zubehör finde. Ah ja, guck mal. Sobald ich wohl ein Zubehör finde, kann ich die dann auch dann herstellen. Okay. Das ist wahrscheinlich nichts Neues. Ich habe auch nichts Neues bekommen, von daher. So, kochen brauchen wir nicht. Wir haben ja. Es läuft ja noch. So, dann haben wir hier noch irgendwo zwei Quests. Let's see what's going on around here. Yeah. Ach, guck mal. Legal? Das ist schlecht. Was soll ich gegen diesen Sugel unternehmen? Mhm. Alles in Ordnung, Lagil. Nah dran. Ich habe gehört, dass du einen Sugel erwähnt hast. Okay, Sarah, weißt du? Ach, egal, es ist nichts. So hört sich's aber nicht an. Treibt irgendwo ein gefährlicher Sügel sein Unwesen? Ich kann mich um ihn kümmern, wenn ihr wollt. Darum würde ich dich nicht bitten. Du hast sowieso schon genug um die Ohren, da bin ich mir sicher. Überlass Menancias Angelegenheiten uns. Ich muss sowieso lernen, wie ich mittlerweile ohne Migal auskomme. Aber ich möchte genau wie ihr dafür sorgen, dass dieses Reich genauso sicher bleibt. Wenn ihr euch also etwas Probleme macht, dann sagt es. Ich hab dir gesagt, wir haben alles im Griff. Oder zweifelst du daran, dass wir für uns selbst sorgen können? Das ist nicht, was ich... Schon okay, Lagil, wirklich. Wir haben schon gegen eine Menge Sügel gekämpft, weißt du? Warum sagst du uns nicht wenigstens, was los ist? Na gut. Ein riesiger Sügel ist auf der Traslida Fernstraße aufgetaucht und verwüstet dort die Felder und Gebäude. Ich habe da schon zwei besiegt. Er ist wie ein Wildschwein, nur dass er auch es schafft, alle Mauern und Zäune zu durchbrechen, die im Weg stehen. Wenn du Schwein sagst, meinst du damit so einen Wildschweinsügel? Sagt eine Steinmauer, würde ausreichen, um die fernzuhalten. Aber nicht bei diesem Vieh. Wir sprechen hier von einem Sügel so groß wie eine Hütte. So groß! Deshalb überlege ich schon die ganze Zeit, wie er aufzuhalten ist. Wir schauen mal, was wir tun können. Bei solch einem gefährlichen Monster solltest du mich losschicken. Ich habe sogar mein Schild mit. Was? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich bin mir nicht sicher, ob der für einen Sügel dieser Größe wirklich bedrohlich ist. Kriegt das schon irgendwie hin. Ich würde alles tun, um mein Reich zu beschützen. Auf der Traslida Fernstraße also. Wir kommen wieder. Ein rüpelhafter Keiler. Von mir aus. Dann auch mal auf der anderen Seite ist noch eine. Da haben wir zumindest alle mal angenommen. I hear a voice. Somebody's asking for help. Ich weiß. Oh, du bist Hauptmann Kizaru von der Wache, oder? Perfekt. Ich habe ein Problem, bei dem ich wirklich eine Hilfe brauchen könnte. You okay? Was ist denn? Ich stehe dir zu Diensten. Also, als ich vorhin im Rasum-Steinbruch arbeitete, stieß ich auf eine harte Nuss von einem Felsen, die ich nicht ganz knacken konnte. Yeah! Oh, du meinst einen harten Felsen? Wenn du Hilfe beim Zerschlagen des Dings brauchst, bin ich dein Mann. Wenn es nur so einfach wäre. Leider war er, als er am nächsten Tag wieder zur Arbeit kam, spurlos verschwunden. Stell dir meine Überraschung vor, als ich tiefer in den Steinbruch rollen sah. Eigentlich ist es nur ein wandernder Fels und dazu noch ein angriffslustiger. Seitdem fürchte ich mich wieder an die Arbeit zu gehen, weil ich weiß, dass das Ding da unten lauert. Okay. Okay. Dann schauen wir mal, was wir tun können. Das wird echt gut. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie unser Verteidigungsspezialist diesen Fall löst.
Naja, ich werde diesen Mann jetzt nicht ignorieren, nach dem, was er uns gesagt hat. Verteidigungsspezialist hin oder her. Vielen Dank, Wachhauptmann. Ihr findet ihn tief im Inneren des Rasumsteinbruchs. Here we go. Verstanden, lass uns loslegen. Ich werde diesen Zügel schon irgendwie zermalmen. Okay. Da wir da ein bisschen näher dran sind, machen wir das zuerst. Ja, es ist wirklich einfach nur, besiege diesen Riesensügel. Please kill him. Stay sharp. Oh, da vorne ist er sogar schon. Think we could take that one? Well. So. Well, if you're up for being the decoy. No thanks. Let's turn back. Team. Ja. Bei. Und. Machen wir es mal so. Und so. Ein bisschen defensiver. Der Flammenvernichter. Level 28. Das sollte hoffentlich passen. Ah, da. Der hat anscheinend eine Wasserschwäche. Hab ich. Nein. Hauen wir einfach von hinten ein bisschen drauf. Hüpp. Kann sich einfach hin. Also, er hat zwar einen Widerstand gegen Feuer, aber ich mache dann trotzdem noch guten Schaden. Dann hauen wir einfach drauf, während Kizara ihn von vorne ablenkt. Gut, dass ich da gerade weggejumpt bin. Und theoretisch haben wir zwei Heiler im Team, also. Ich weiß eigentlich immer nicht, was sein Talent eigentlich ist. Das hat mir niemand jemals gesagt. Dorle muss also sich auch selber heilen, ne? Oh, nice. Also hier habe ich gerade schon sehr oft Glück gehabt, dass ich einfach perfekt ausgewichen bin. Weil er irgendwie... Ich weiß nicht. Er kündigt seine Angriffe gut an. Wenn man ein bisschen aufpasst. Und weg. Jawohl? Ne, er hat mich erwischt diesmal leider. Schade. Lass mich mal weg. Jetzt bin ich tot. Will mich jemand wiederbeleben? Da, oh Gott! Dualim hat aber sein Leben gegeben, um mich zu heilen. Du kannst gerne einen Mystic Art raushauen, bevor du drauf gehst. Und einmal weg. Der macht echt eine Menge Schaden, aber der ist auch auf einem sehr hohen Level. Also ist nicht so... nicht überraschend. Einmal kurz. Ich habe nicht mehr so viel Orange. Jill. Natürlich bin ich gerade drauf gegangen, weil ich einmal heilen musste und dementsprechend nicht sofort drauf gucken konnte. Oh, Entschuldigung. Schade, er hat seine Mystic Art nicht gezeigt. Oh, da ist der Kernbrecher. Und einmal weg. Aua. Also wenn der einmal in die Fresse haut, dann tut's aber auch richtig weh. Ich hänge fest. Damn. Ich hänge halt hinten an seinem Arsch fest. Reload!
So. You're helping me become a pattern. For the good of all of them. Is it now? Anything in armor is always you. Vielleicht sehen wir das mit dem AD irgendwann noch. Ja, dann weg. Können sind die NPCs eigentlich sehr gut darin auszuweichen, finde ich. Und weg. Also meistens. Und weg. Kannst du bitte nicht ständig hinten ganz am Rand stehen? Oh nein, sie stand doch mit dem Guardian Field drin. Ich hab keine Ahnung, was da passiert. Aber ich habe auf die Fresse bekommen. Sie sind immer so gut da drin, einfach sich noch schön zu drehen. Ja, das hat wahrscheinlich kaum Schaden gemacht gerade. So, und weg. So, was hast du jetzt noch an neuen Attacken drauf? Uiuiuiui! So, ist mal wieder weg. Hab ich erwischt? So. Und weg. Jax. Schnell nochmal ein Orangengelee reinschmeißen. Das wäre cool, wenn man irgendwie was hätte, um auch... Oh Gott, und weg. Das ist leider top. Wenn man irgendwas hätte, um HP halt im Kampf einfach nebenbei zu heilen. Also von alleine. Bist du da? Ah. Er aktiviert sich. Ist nicht so gut. Ah, jetzt schlägt er mehrmal. Ne, Moment. Einmal hat er vorher schon gehabt. Das ist neu. Yikes. Yikes. Oh nice, und der Kernbrecher. Und einmal schnell zu sichern schon mal ein Orangen. So viel haben wir gar nicht mehr davon. Wir haben noch ein paar KP. Ich glaube, da heile ich mich auch sicher einfach mal selbst. So. Das könnte echt ein knapper Kampf werden am Ende. Ich muss den einfach noch die Heilung am besten jetzt, die Wiederbelebung vernichten. Oder ich wiederbelebe selbst einfach schnell. Ah, vielleicht ist alles wieder da. So, hier, hau drauf. Zerstöre da mal was. Oh Gott. Okay, wieder zum Boden gehauen. Oh Gott, weg, weg, weg. Uiuiui. Oh, cool. Shionat. Overlimit. Kommt zu mir. Und weg. Na, Shion? Ah, perfekt. Nice. Den Angriff kann ich doch sicher gleich mit Kizaras Ding blocken, oder? Wenn er gleich auf uns zukommt. Nein, kann er nicht. Aber zumindest nicht den, aber vielleicht einen anderen. So, jetzt mal weg. Oder diese Flammenwelle. Die Kizara gekillt. Die 1900 Schaden gemacht. Go.
So. Kizara dead again. Das ist eine gute Frage, weil Storlim das Elfen keinen Schmerz spürt. Nein. Lassen Sie das. Hier, friss mein Flammending. Was eigentlich wahrscheinlich nicht so sehr helfen sollte, aber. Wie sehe ich eigentlich gerade an? Ein Schwachpunkt am Arsch gesehen. Okay, wir haben ihn. Also 28 geht noch voll klar. Ich brauche nur viele Heil-Items. Ja, das war wirklich hard won. Du hattest noch. Oder? Glaubt irgendwas an? Wie sieht bei dir? Nee, ne? Ich kann ja jetzt erstmal ein bisschen sparen. Und einen haben wir jetzt auch noch auf der Ebene. Den müssen wir gleich auch noch rumprügeln. Aber davor gehe ich aber erst einkaufen. Gib mir wenigstens gut Geld oder so. Wachhauptmann, da bist du ja wieder. Hast du den Sugel besiegt, von dem ich gesprochen habe? Okay. Ja, er stellte sich wirklich als harte Nuss heraus, aber wir konnten ihm letztendlich den Garaus machen. Na, mach dich nicht so klein. Es war ein wunderbarer Anblick, dich mit deinem Schild gegen dieses Ding kämpfen und verteidigen zu sehen. Wow, du hast also diesen 10 Felsenzügel mit deinem Schild ausgeschaltet. Echt beeindruckend. Danke, der ist tatsächlich nicht nur zum Verteidigen nützlich. Man kann damit auch angreifen. Ich verstehe besser, wozu er fähig ist. Danke für deine Hilfe, Wachhauptmann. Ich kann mich jetzt endlich wieder an die Arbeit machen. Jo. Von dem Geld kaufen wir uns erstmal wieder Heilungen. Oh, nice. Meine Fertigkeit Matrix. Felsbrecherschild. Aha. Oh, Lion's Howl. Den nehmen wir direkt mal mit. Das klingt gut. Einfach. Wie praktisch. Einfach mal, dass die anderen schneller ins Overlimit kommen. Nehme ich gerne. So. Dann einmal nochmal in den Gasthof. Looks like we get to sleep with a roof over our heads. Ich hätte. Scheiße, waren sie die Dinger teuer? Ich nehme noch lieber ein paar mehr Wasser des Lebens. Did we really just spend that much money? Gab es irgendwelche Gegner, die Orangengele gedroppt haben? Moment. Das ist Apfel-Pfirsich, der. Ja, toll. Hm. Das ist ein bisschen doof. Gut, das meiste haben wir wahrscheinlich mal auf der Weltkarte einfach gefunden. Versuchen wir es trotzdem einfach mal, den zu besiegen. Früher war alles billiger. Ja. Okay, off we go. Hab ich den schon? Was haben wir ja gemacht? Der rüpelhafte Keiler. Alter, direkt vor den Stadttoren. Hoffen wir, dass er einfach nicht zu hoch ist am Level. Vielleicht muss ich einfach mehr selber Stuff reinschmeißen. Yikes! Don't make eye contact with it! 26, okay. Oh, toll, da ist ein Schwachpunkt direkt an der Nase. Retreat if you know what's good for you. Here I go! I'm only getting started!
Aua, fängt ja schon mal gut an. Kann man auf die Nase zielen. Oh. Ein neues Art gelernt. Aua! Toll! Ich wollte gerade eigentlich nur kurz ausweichen. So, ein bisschen weiter weggehen. Und warten, dass er auf mich zukommt. Und BAMS! Problem ist, es braucht er wieder ewig zum Aufladen. So schnell kannst du es dann einfach nicht nochmal machen. Oh, da war meine, ich kann ihn auch einfach oben werfen. Das stimmt, bei Bodengegnern kann ich das ja. Nein! Da war ich ein Momentchen zu langsam. Was genau machst du eigentlich mit deinem Ding? Hältst du den Gegner fest? Halt euch doch nicht erstmal, während ich mich ein bisschen ablenke. Na, lass du alle in Ruhe. Oh, nice. Gerade noch so abgeblockt. Und der Kernbrecher, perfekt. Ja, ein bisschen zur Seite. Autsch! Ist einfach mal gerade durch Dualim und Shion einfach durchgegangen. Jetzt mal hin, ausweichen und fall um. Nice. Immerhin, das kann ich gut. Die Gegner einfach eben kurz umwerfen. Und dann wieder weg. Ach, was macht. Nee. Wenn ich neben ihm stehe, macht er eigentlich gar nicht wirklich Schaden, glaube ich. Also, solange ich ein bisschen aufpasse. Solange er nicht auf mich zielt. Aber gut, die Zara ist wieder voll. Will er mich wieder? Ja. Ich hab ein bisschen gepennt wieder. Problem. Problem ist, fast alle sind tot. Das Problem ist halt, er muss, glaube ich, auf mich gehen. Dualim, den wieder weg. Weil ich jetzt nicht weiß, ob sie auf ihn zielt oder auf, also, dass, ob sie auf den Gegner geht mit ihrem Angriff oder auf mich. Ich hab schon wieder das Ding weggehauen. Ich glaube, ich habe gerade verpennt, meinen Blitzangriff zu machen, oder? Jetzt Phase 2. Nicht raten, er geht einfach dann weiter, dreht um oder so. Yikes! Ja, er dreht einfach instant um und greift weiter an. Ich halt auch, dass Kizara nicht drauf geht. Einfach in die Fresse hauen. Ach, der ist ja wieder ins Kontroll. Nein, 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 nein! Da, ah, zu früh. Wobei, nee, das war gar kein Dash-Angriff. Er hat gebaitet. Ich sollte am besten so stehen, dass keiner meiner anderen Leute hinter mir steht. Weil er ihm am liebsten mich, glaube ich, habe ich das Gefühl, hat angehalten. Hier, komm sie her. Du drehst jetzt direkt um und gehst zum nächsten her. So, und umwerfen. Oh, nice. Und direkt den Dingsbrecher auch gleich mit.
Einfach alle draufhauen. Aua. Habe ich gerade, nachdem ich weggeschlagen wurde, eben noch schnell Rising Dingens gemacht? Wie ist die Attacke nochmal? Was ich in der Luft mache. Aufsteigender Falke. Okay, kommt. Jetzt auf mich zu. Dash it. Ah! Also entweder war Kizaru zu lahm, oder ich kann ihn in dem Moment... Ach komm, ich bin ausgewichen. Ich kann ihn da nicht blocken. Hoppala. Alle gehen gerade drauf. Nein! Mach nicht das! Okay. Also wir haben ihn fast, aber wir haben jetzt keine Heilungen mehr. Fall um. So. Nicht mehr viel. Wir haben ihn gleich. So. Meine Güte. Mit den letzten Sachen, die wir noch hatten. Ja, sag bloß. Wir sind vielleicht ein bisschen angeknackst. Aber geht noch. Dahin. Alles noch im Machbaren. So mit den letzten Sachen. If only we could have flown with the wind to get here faster. So schon schnell genug. Mecker nicht. Wie lief es mit dem Wildschweinsuge? Okay. Keine Sorge, wir haben ihn aufgehalten. Seriously? Ehrlich gesagt kann ich immer noch nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Ich hätte nie an dir zweifeln sollen, Kizaru. Ich hasse es, dass ich mich überhaupt an dich wenden musste. Du warst trotzdem meine Hilfe. Du hast Leuten rausgeholfen, Trümmer beseitigt, sodass wir uns einfach auf den Kampf konzentrieren konnten. Also mach dich nicht verrückt. Du warst immer eine große Hilfe, auch als wir jünger waren. Danke, Kizaru. Wow. Wie auch immer, welchen Teil des Zauns hat das Wildschwein zerstört? Ich möchte ihn für dich reparieren. Das musst du nicht für mich tun. Ich schwöre, du brauchst immer was zu tun, oder? Das liegt in meiner Natur. Wo wir gerade davon sprechen. Hey, Rinwell, dein Gewand ist seit dem Kampf schmutzig. Gib es mir, ich wasche später für dich. Oh, sicher. Ich muss echt eine Schippe draufpacken. Okay.